Hi ihr Lieben, ich freue mich ganz besonders, dieses Video heute zu drehen, weil dieses Video gesponsert ist von der Firma Happy Po. Happy Po ist eine Po-Dusche und ich habe euch vor eineinhalb Jahren Happy Po schon vorgestellt. Damals gab es Happy Po nur online zu kaufen. Jetzt gibt es mittlerweile Happy Po auch im DM. Und ich habe Happy Po gefragt, ob sie nicht Bock haben, dieses Video zu sponsern. Und sie haben ja gesagt und sie verlosen euch sogar noch einen Happy Po Petrol, also diese größere Version, wo nochmal mehr Inhalt drin ist, und ein Happy Po in Mint. Und ja, ich finde es einfach ultra cool, weil, ey Leute, gerade jetzt, ne? Ich war gestern im DM, es gab nichts mehr an Klopapier. Nichts mehr. Alles war komplett ausverkauft. Es gab aber noch Happy Po's. So, und ich, ja, muss mir auch keine Gedanken machen, dass ich jetzt kein Klopapier mehr kaufen kann, weil ich kein Klopapier brauche. Also ich habe Klopapier für Gäste da. Allerdings nutzen einige meiner Gäste auch gerne Happy Po. Für alle, die sich jetzt noch nicht so ganz genau vorstellen können, wie das funktionieren soll, zeige ich das mal kurz. Du füllst einfach dein Happy Po mit Wasser auf und dann brauchst du nur so einen ganz kleinen Druck auf die Flasche ausüben und schon kommt da ein echt guter Sprühstrahl raus. Und mit diesem Sprühstoß und deiner Hand, die du noch frei hast, wäschst du dich einfach sauber. Ich trockne mich danach immer mit einem Waschlappen oder mit einem Handtuch ab. Man kann auch Klopapier nehmen, aber hey, das ist ja eigentlich das, was wir gerade einsparen wollen. Egal, ob es kleines Geschäft oder das große Geschäft ist, Happy Po ist bei mir echt immer am Start. Ich fühle mich danach super frisch. Ich habe keine Bedenken mehr, wenn ich Sex habe, so von wegen, ich weiß nicht, ob ich irgendwie rieche oder nicht sauber bin oder so. Weil ich mich immer echt fühle wie frisch geduscht und das Gefühl will ich nicht mehr missen. Und vor allen Dingen auch, Klopapier ist ja nicht so sanft zum Po, ne? Und Wasser ist super sanft zum Po und macht vor allen Dingen auch noch sauber. Klopapier verwischt irgendwie alles nur und Wasser macht tatsächlich sauber. Von daher, Happy Po, sehr gut. Am Ende des Videos gibt es die Verlosung. Also, stay tuned. Dann war ich, wie gesagt, gestern im DM und habe für euch geschaut, welche nachhaltigen Produkte M mittlerweile noch so hat. Und fast direkt neben Happy Po habe ich Menstruationstassen gefunden. Und zwar von super vielen verschiedenen Firmen. Menstruationstassen sind etwas wie dieses hier. Und ich weiß auch nicht, warum ich Menstruationstassen sage, weil eigentlich braucht man ja nur eine. Das hier ist meine. Und die habe ich schon seit 8 oder 9 Jahren. Das Ding besteht aus klinischem Silikon. Die wird dann so... Wie mache ich das denn immer? Warte. So und so, so zusammengefaltet, ne? Und dann füllt man die ein und dann ploppt die wieder auf und dann fängt die das Blut auf. Und dann kann man die entfernen, wenn die voll ist. Dann kippt man die aus und macht die sauber kurz und kann die wieder benutzen. Und das mache ich, wie gesagt, seit 8 oder 9 Jahren schon. Ich bin sowas von zufrieden. Es spart unglaublich viel Geld, unglaublich viel Müll. Und es gab echt einige verschiedene Firmen. Meine Lieblingsfirma ist die Firma Einhorn und ihr Papala Cup. Ich liebe diesen Namen. Ihr Papala Cup Menstruationstässchen, weil ich die Firma Einhorn einfach super sympathisch finde von ihrer Firmenpolitik her. Es gibt bei Menstruationstassen immer 2 verschiedene Größen. Die Größe, die ich da jetzt in der Hand hatte, war die große Größe. Es gibt noch eine, die ist rosa von der Papala Cup. Und die ist die kleine Größe. Die hatte allerdings keine schöne Verpackung in dem Moment. Also es war nur noch eine davon da und die Verpackung war nicht mehr so gut. Und deswegen habe ich die nicht in die Kamera gehalten. Aber ich hätte sie gekauft. Wenn ich eine gebraucht hätte, hätte ich sie definitiv gekauft. Weil das Produkt ja genauso gut ist, auch wenn die Verpackung nicht mehr so super ist. You know? Dann war ich weiter in der Rasiererabteilung und habe festgestellt, dass es von Wilkinson einen Rasierhobel gibt und der Preis ist echt krass. Also ich habe das Ding so in die Hand genommen, ne, und habe festgestellt, okay, der hat auf jeden Fall einen Metallkern, also es ist kein Plastikding. Und das Gute am Rasierhobel ist ja, dass man da immer neue Klingen einspannen kann und dementsprechend kein Müll produziert, weil die Klingen, die man da einspannen können, halt vollständig recycelt werden. Ansonsten kosten so Rasierhobel immer so 30 Euro, je nachdem, was man für einen hat. Und das Ding kostet
ich glaube, unter 3. Also voll krass und man kriegt sogar noch so ein kleines Paket Klingen dazu. Ich würde allerdings die Klingen, wenn ich welche nachkaufen würde, nicht von Wilkinson kaufen, weil man dann ja zusätzlich diese Plastikverpackung um den Klingen nochmal drumherum hat. Klar, die hast du halt beim ersten Mal beim Kauf von dem Rasierer auch. Allerdings, hey, nur einmal so und nicht x-tausend Mal, wenn man normale Rasierer nutzt. Was wollte ich dazu sagen noch? Achso, genau. Die Rasierklingen, diese Ersatzklingen, kriegt man zum Beispiel auch im Bioladen oder im Unverpacktladen so einzeln. Ohne Verpackung. Was ganz cool ist. Worum es ja letztendlich geht, so, ne? Ey, Nachhaltigkeit, nicht so viel Müll produzieren und so. Yes! Dann war ich in der Seifenabteilung und zwar, weil Seife eine super Alternative ist für Flüssigseife und für Duschgel. Die von Alverde und die von der Firma Spike habe ich mal bei CodeCheck eingegeben. Das ist so eine App, wo man halt gucken kann, wie die Inhaltsstoffe sind und ob die okay sind oder ob die bedenklich sind und so. Und die haben durchweg gute Inhaltsstoffe. Das Einzige, was mich da gestört hat, ist, dass da in den Seifen Palmöl mit drin ist. Das ist zwar Bio-Palmöl, aber hey, Palmöl und ne, brauchen wir eigentlich nicht. Die von Spike hatte ich auch schon mal vor ein paar Jahren als Duschseife. Und die war super, als ich noch Seife zum Duschen benutzt habe, weil mittlerweile benutze ich nämlich gar keine mehr. Because Wasser tut's auch. Ein paar Regale weiter gab es dann ein Seifensäckchen, was ich super praktisch finde, weil Seife etwas ist, was du ja nicht einfach irgendwo hinlegen kannst, jetzt in die Dusche oder so, weil das ja ansonsten total aufweicht. Also das musst du schon irgendwie aufhängen oder auf eine Seifenschale legen, wo es halt super gut abtrocknen kann. Und dementsprechend ist so ein Seifensäckchen echt was Cooles. Das Seifensäckchen vom DM hat eine ziemlich raue Oberfläche. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt dafür geeignet, dass man die Seife da immer reintut und sich dann damit mit diesem Säckchen quasi einschäumt so. Ich würde das benutzen, um Seifenstückchen, also erstens, um die Seife darin zu lagern, ist klar. Zweitens, um Seifenstückchen komplett aufzubrauchen, weil diese kleinen Dingern, wenn man so Reststück hat oder so, die rutschen einen halt voll aus der Hand. Aber ich glaube, ich würde das einfach nur damit aufschäumen und mit dem Schaum dann mich halt komplett einseifen. Obwohl das ja auch nicht immer Schaum sein muss, ne? Nur weil eine Seife nicht schäumt, heißt das ja nicht, dass sie dann nicht gut reinigt. Also wenn die wenig schäumt und man so merkt, okay, ich habe doch Seife zwischen den Händen, dann reinigt das genauso gut. Nur als Hinweis. Neben dem Seifensäckchen habe ich etwas gesehen, was kurz meine Aufmerksamkeit bekommen hat, und zwar ein Mikrofaser-Waschhandschuh. Und ich habe online gesehen, dass sie auch Mikrofaser quasi wiederverwendbare Wattepads haben. Und dann habe ich festgestellt, hey, das ist ja aus Plastik. So. Und das hat für mich dann überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht. Weil du kannst genauso gut dich mit einem Waschlappen abschminken oder einem kleinen Stück Stoff oder so, was du halt irgendwie zurechtgeschnitten hast. Ja, genau. Und mit Öl halt, anstatt mit Mikrofaser. Ganz viele von euch haben mir in letzter Zeit begeistert gesagt, dass sie total zufrieden sind mit dem Eco Egg. Und das ist eine Alternative zum Waschmittel. Da hat man quasi diese Eierkugel und da kommen so kleine waschaktive Kugeln rein. Die bestehen aus Mineralien und waschaktiven Stoffen und ansonsten nichts. Diese Kügelchen reagieren dann mit dem Wasser und das macht deine Wäsche sauber und lässt sie letztendlich nach genau gar nichts riechen, was ich persönlich immer am coolsten finde, weil ich hasse es, wenn irgendwas wäschemäßig riecht. Was mich richtig krass überrascht hat, ist der Preis dieser Holzspülbürste. 80 Cent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe? Wow, okay, das ist krass günstig. Da kann man genauso gut zu der Holzbürste greifen wie zu irgendeiner Bürste aus Plastik. So. Und der Kopf ist halt auch noch auswechselbar, also besser geht's halt gar nicht so. Alle Daumen hoch, DM. Super. Von Alverde gibt es mittlerweile zwei feste Shampoos, also in zwei verschiedenen Geruchsrichtungen. Und die sollen sehr, sehr gut sein. Im Internet gibt es super viele positive Berichte darüber. Und ich denke, dass sie auf jeden Fall besser sind als Haarseife. Zumindest für jemanden, der kalkiges Wasser hat. Weil wenn du kalkiges Wasser hast und dann Seife für deine Haare benutzt, dann kriegst du so einen Schmier.
so ein Schmierfilm in den Haaren. Feste Shampoos bzw. Shampoo-Bars machen das halt nicht so. Das Coole ist halt, dass du da eben die Plastikverpackung sparst, das Ganze in einen Pappkarton daherkommt. Recht preisgünstig ist dafür, dass man da echt so ein Riesenstück bekommt. Ich habe das bei CodeCheck eingegeben und die Inhaltsstoffe waren gut. Seit einiger Zeit gibt es bei DM Silikonwattestäbchen und der Preis für dieses mickrig kleine Produkt ist echt abschreckend. Ich habe sie von jemandem bekommen, die sie nicht benutzen konnte, weil sie damit nicht klarkam. Das war für sie irgendwie wie so Fingernägel auf einer Tafel, so. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, um die mal auszuprobieren. Ich habe es erst falsch gemacht. Also ich dachte erst so, dass dieser Teil ins Ohr gehört. Aber dann habe ich online rausgefunden, dass dieser Teil ins Ohr gehört, was ja auch viel mehr Sinn macht. Und zwar, ich kann euch das ja einmal zeigen, wie man das macht. Also man steckt es halt rein, ne? Und dann dreht man da dran. Und es fühlt sich ein bisschen krass an, so. Und dann holt man es raus. Ich zeige es euch jetzt nicht. Und es funktioniert echt gut. Und du kannst es trocken benutzen oder du kannst es nass benutzen. Und du machst es halt einfach wieder sauber. Dann kannst du ja mit Seife waschen oder was auch immer. Und ja, das scheint sich zu lohnen. Aber eigentlich ist es ein Produkt, was man nicht braucht, weil die Ohren machen sich von alleine sauber und eigentlich muss man nur mit einem Lappen mal eben so feucht da reingehen und das so auswischen. Und das ist alles, was man mit seinen Ohren machen muss. Man braucht da nicht drin rumpulen. Weder mit einem Q-Tip noch mit irgendwas anderem. So. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zur Happy Po Verlosung. Es gibt ja ein Happy Po in der Farbe Mint und ein Happy Po XL in der Farbe Petrol zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist mir bis zum 10. April einen Kommentar unter dieses Video schreiben, in dem steht, ich möchte Happy Po gewinnen. Und ich werde die Gewinner persönlich anschreiben, also achte darauf, ob ich dir geantwortet habe. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Glück und für alle, die nicht auf das Gewinnspiel warten wollen und sich einfach ein Happy Po zulegen möchten, könnt ihr das ja entweder im DM tun oder ihr könnt online gehen auf happypo.de und da 15% bei eurem Einkauf sparen. Das Happy Po XL gibt es zum Beispiel ja gerade nur online und noch nicht bei DM. Und der Code dafür ist Nicole-ohne-e. Ja? Okidoki. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr solcher Videos in Zukunft sehen möchtet, lasst mich das sehr gerne wissen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann komme ich bald wieder. Bis bald.